Aber die Holländer sind Vorbild für uns. Ja. Die Holländer haben es geschafft zu Neuwahlen und zu einer anderen Regierung. Ob die magst du oder nicht, aber Fakt ist, die haben es geschafft. Und die Bauernproteste waren wirklich der Funken, der dann eine Spirale in Gang gesetzt hat. Und das können wir auch schaffen. Ja, wenn wir die Speerspitze sein sollen, dann ist es so. Das machen wir gerne für eine bessere Politik. Um nichts anderes geht es uns hier. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Finanzielle Intelligenz und heute ist wieder mit dabei Anthony Lee. Anthony, hi, schön, dass du da bist. Marc, wie immer eine große Freude, vielen Dank. Ja, gerne, gerne. Wir sprechen heute natürlich über die Bauernproteste, die gestern begonnen haben. Und du warst live dabei, du warst ganz, ganz vorne mit dabei, hast auch Interviews gegeben, teilweise sogar auf Englisch. Du hast sogar einen Retweet bekommen und eine Message von Elon Musk. Also es ist ja wirklich absurd. Aber als erstes möchte ich natürlich, dass du mal unseren Zuschauern erzählst, wie war die Stimmung, wie war es vor Ort? Also ganz ehrlich, ich habe jetzt auch Gänsehaut. Die Stimmung war einfach sensationell. Ja, also im ganzen Land, ich kriege jetzt heute noch so viele Bilder und Videos zugeschickt, was da los war. Und das Geniale ist ja, dass es ja nicht nur die Landwirte sind, die auf der Straße sind, sondern es ist wirklich von normalen Bürger bis zum Bäckermeister, bis zum Handwerksgesellen, die Lehrlinge, die normalen, die Rentner, die rausbringen, uns Kaffee und Brötchen geschmiert haben. Also es ist, erinnert mich so ein bisschen wie im Ahrtal, als wir da alle geholfen haben und die Bürger alle ankamen. Und der Zusammenhalt in diesem Land gerade, der fokussiert sich gerade so dermaßen auf diese Bewegung, die hier gerade los ist. Und das ist Gänsehaut pur. Ich übertreibe jetzt kein bisschen. Ja, das ist einfach total irre, was gerade los ist. Und du merkst einfach, dass die Stimmung reif ist, weil die Bevölkerung ja die Schnauze voll hat von einer Regierung. Und es geht hier nicht, wie ich jetzt, lass mich da gleich drauf einsteigen, weil ich muss jetzt auch mal, ich habe ein paar Notizen gemacht, was ich hier von Robert Habeck, aber auch von anderen Ministern, auch von der FDP gehört habe, von Herrn Lindner. Also ich musste wirklich mich an meinen Geschichtsunterricht über Nationalsozialismus zurückerinnern. Da ging es ja, völkische Symbole werden gezeigt, nationalistische Bewegungen, Verfassungsfeinde, Umsturzgedanken, russlandfinanzierte Demonstrationen und sowas. Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, wo die unterwegs sind, ja. Ich habe verdammt viel mitbekommen in diesem Land, was los war. Das war alles friedlich. Das war überwiegend alles angemeldet oder spontan Demos, was auch dann vollkommen legitim ist und vom Grundgesetz gedeckt ist. Also nichts dergleichen. Und im Gegenteil, die Leute stehen da. Natürlich sind einige auch genervt gewesen, aber das war wirklich im einstelligen Prozentbereich. Das habe ich auch verstanden, die im Stau standen und die Schnauze voll hatten. Wobei wir immer Rettungsgassen gebildet haben. Ich selbst habe dann auch Leute durchgewunken, die einfach keine Zeit hatten, eilige Arzneimittel. Wir haben dann mit der Polizei hervorragend zusammengearbeitet. Ja, wir kriegen auch, ich weiß nicht, Herr Wendt hat es ja, der Chef der Polizeigewerkschaft, der deutschen Polizei, hat ja auch nochmal das explizit gelobt, wie gut das Demonstrationsverhalten ist. Und deswegen verstehe ich gar nicht, wenn man hier sein Grundrecht wahrnimmt, das auch gerade oftmals von Medien, aber auch von der aktuellen Ampel gesagt wird, und das habe ich gesagt, der Staat kann sich das nicht gefallen. Warte mal, der Staat sind wir alle, jeder Bürger. Es geht ja auch nicht gegen Umsturzgedanken des Staates. Wir sind alle Demokraten. Es geht einfach, dass wir mit der Politik nicht einverstanden sind. Und das ist jetzt noch sehr nett ausgedrückt. Um nichts anderes. Ja, ich meine, deswegen trage ich ja, wir werden von Clowns regiert. Wenn ich das haben möchte, also, ich gerne bei mir im Webshop nachschauen. Aber dieses Framing, das wir ja gesehen haben. Und wir hatten ja auch in unserem letzten Gespräch ganz klar darauf gepocht, bitte bleibt friedlich, weil sobald es nicht friedlich ist, gibt man Angriffsfläche dar. Und es sollte immer friedliche Proteste geben. Da steckt viel mehr Macht dahinter. Und da kann man auch dann die Gesamtbevölkerung gewinnen. Und wir haben ja gesehen, Handwerker, Spediteure, aber auch die normale Zivilbevölkerung haben sich angeschlossen. Jetzt natürlich sehen wir diese Aussage von Habeck, da merkt man schon eine gewisse Hybris, ne? Die Demokratie, der Staat muss gerettet werden und wir sehen das Framing. Ne? Überall kam jetzt in den letzten Tagen vermehrt, vor allem natürlich von der Mainstream-Presse, muss man es leider despektierlich sagen, dieser Framing oder Unterwanderungsversuch, ja hier Querdenker, Verschwörungstheoretiker etc., pp., rechts und so weiter. Du warst da. Sind jetzt irgendwelche komischen Symbole aufgefallen? War irgendwie die AfD überbewertet oder vertreten? Oder wie war dein Eindruck? Oder waren es wirklich Menschen wie du und ich? Ja, es sind Menschen wie du und ich. Es sind wirklich ganz normale Leute, die einfach arbeiten, jeden Tag aufstehen wollen, die eine bessere Zukunft wollen und nichts anderes wollen. Die wollen den Frieden in diesem Land leben und die wollen das Deutschland erhalten, was wir alle kennen. Das ist einfach abenteuerlich, ja. Aber ich will jetzt auch nicht ganz schlimm reden über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, weil gestern, ich musste mich wirklich immer noch zweimal kneifen, gestern Abend, als ich nach Hause kam, haben wir einen Brennpunkt gesehen, es gab einen Brennpunkt in der ARD,
Und der war echt gut. Ja. Der war wirklich gut. Ja. Da wurde auch dann gesagt, dass die Bauern, warum wir auf die Straße gehen, es ist ja längst nicht mehr diese beiden, ja, diese Steuererhöhungen, wobei die sollen ja keine Steuererhöhungen sein, das sind ja neue erfundene Steuern, und dass man uns die Subventionen wegnehmen will, also was haben wir schon drüber gesprochen, brauchen wir gar nicht. Es ist absolut absurd, ja, dass man eine Steuer jetzt einführt, eine ganz neue, und das als Nicht-Steuererhöhung deklassiert, oder aber, dass man sagt, die Landwirte sollen jetzt auch die normalen Dieselbesteuerung bezahlen, die ja dafür da ist, schon immer, seit 1930, ja, dass man halt mit den Einnahmen, ich sag mal, die Straßen erhalten soll. Dafür wurden die ja gemacht. Wir sehen ja jetzt, wie unsere Straßen alle im Arsch sind in Deutschland. Das hat man also auch nicht gemacht, sondern man hat das zweckentfremdet, das Geld. Du kannst ja gerne nochmal, wenn du willst, mal das Video verlinken, was ich neulich mal gemacht habe, wie viel Kohle dieser ja Staat im letzten Jahr verschenkt hat aufgrund einer Anfrage der CDU. Wenn du das mal siehst, wenn das muss sich jeder mal nochmal reinziehen. Ja, das 315 Millionen Euro für Fahrradwege in Peru und mRNA-Fabrik in Ruanda und für 550 Millionen Euro. Aber hier ist kein Geld da für die Menschen, die es wirklich brauchen. Da bin ich ganz bei dir, werde ich gerne verlinken. Ja, ist irre. 61 Milliarden Euro. Jetzt ist ja einfach verschenkt. Wenn es wenigstens sinnvoll wäre, aber man sieht ja da, dass es gar nicht sinnvoll ist. Nein, und wir sind über diesen Punkt einfach komplett hinweg. Und jetzt geht es einfach darum, dass wir einfach eine Politik wollen, wo wir eine Aussicht auf irgendwas Fruchtbares haben. Und deswegen sind ja alle mit auf der Straße. Weil nirgendwo, in keinem Gewerk, ob es jetzt, guck mal, die Ärzte sind auf die Straße gegangen, ja, haben ihre Praxen zugemacht. Alle Handwerker haben die Schnauze voll, keine Eingänge. Ich habe gestern mit einem Bauunternehmer auf der Bühne gestanden zusammen. Der sagte auch bei uns, es baut keiner mehr in ein Familienhaus. Pflegekräfte waren da, die haben mir Dinge erzählt. Es ist unvorstellbar, was hier los ist. Und niemand sieht mehr einen Schimmer Hoffnung. Und das ist doch eigentlich die Aufgabe von Politik, dass man Politik so gestaltet, zumindest so einen Rahmen absteckt, dass man als Unternehmer sich darin bewegen kann. Aber du hast ja überhaupt keine Garantie, dass morgen noch das gilt, was heute gesagt wird. Geschweige denn, wenn wir einen Stall bauen zum Beispiel und den 20 Jahre finanzieren müssen oder 30 Jahre, wer weiß denn, was morgen ist, geschweige denn in 20 Jahren, Marc. Und das geht einfach nicht so. Ja, die Planungssicherheit ist einfach weg und es ist einfach jetzt immer nur noch die Hampel-Regierung, weil sie von links nach rechts hin arbeiten und die linke Hand weiß nicht, was die rechte Hand macht. Und vor allem, wie du gesagt hast, es wird halt viel gelogen und es werden halt Versprechen einkassiert, wie Mehrwertsteuererhöhungen in der Gastronomie oder da wird das vergessen oder es gibt keine Steuererhöhungen, da haben sie zwar Recht behalten, aber sie haben einfach neue Steuern eingeführt. Ne? Also Kerosinsteuer, Plastiksteuer und so weiter. Und ich glaube einfach, die Menschen fühlen sich auf gut Deutsch verarscht. Da könnt ihr, liebe Zuschauer, auch mal unten euer Kommentar schreiben. Und wir hatten ja auch im letzten Interview das auch sehr sehenswert. Als auch, ich habe ja auch was zu den Bauernprotesten gemacht gestern. Das Video ging auch wirklich steil. Und da habe ich ja ganz objektiv versucht aufzuzeigen, was möchten die Bauern überhaupt und worum geht es überhaupt? Was ist das Ziel insgesamt? Und dass es natürlich friedlich bleiben soll. Es kann nicht sein, dass wir einen Bauernsterben sehen und dann kommen irgendwelche großen Konzerne und kaufen sich das ganze Land und dann haben wir irgendwann nur noch irgendwie ein Hersteller von Lebensmitteln und denken, das wäre das Beste. Ich meine, keine Berufsgruppe hat mehr den Umweltschutz im Herzen als die Landwirte, weil die leben von dem Boden. Das müssen wir doch mal irgendwie auch verstehen. Keiner will jetzt irgendwie alles verseuchen oder will nur sich die Taschen voll machen. Ja, man hat es aber wirklich über ein Framing geschafft, den Beruf des Landwirts auch so in ein schlechtes Licht zu rücken. Da fallen zum Glück nicht alle Menschen in diesem Land drauf rein, aber einige doch schon. Und uns geht's überhaupt nicht. Also ich würde am liebsten auf jede Subvention verzichten. Absolut. Jeder meiner Berufskollegen. Wir wollen einfach nur einen fairen Preis haben. Und der Punkt ist ja jetzt, wir sind ja nicht auf der Straße, weil wir mehr Geld haben wollen. Das ist ja absurd. Wir wollen einfach nur einen Status quo erhalten. Ja, alle anderen gehen ja auf die Straße, was ich auch berechtigt finde, für mehr Geld. Ne? Die GDL ist auf der Streik jetzt oder andere. Wir ja noch nicht mal. Ja, es geht aber darum, dass wir einfach nur weiter das machen, was Generationen von uns gemacht haben. Und ich glaube, wir haben verkannt, wie wichtig es ist, Lebensmittelsicherheit in diesem Land zu generieren oder herzustellen oder zu behalten und dass wir auch, ich sag mal, wir machen ja all das, was die gerade auch die Grüne Partei von uns möchte. Umweltschutz, Klimaschutz, Tierwohl, Sozialstandards, all das können wir ja einhalten, aber wenn wir es hier nicht mehr haben und dann von einer klimaschädlichen Subvention zu sprechen. Ich habe das in der letzten Sendung schon gesagt, wer setzt denn ein Liter Diesel so effizient ein wie wir? Keiner. Deswegen ist es für mich gar nicht mehr zu begreifen, dass man gar nicht diese Brücke bauen kann, um so logisch zu denken. Dass man so dumm ist, das verstehe ich inzwischen auch gar nicht mehr. Aber wie gesagt, die Menschen fallen nicht drauf rein. Jeder durchschaut, dass diese Regierung keinen Plan hat, sich nur streitet, mit Geld nicht umgehen kann. Und wir haben es ja gesagt, wenn du 1.000 Milliarden Euro fast einnimmst im Jahr und damit auskommst und der Haushalt
oder die Einnahmen sich in den letzten 10 Jahren fast verdoppelt haben und du trotzdem nicht klarkommst, dann musst du dich als Unternehmer müsstest dich fragen, damit bin ich überhaupt noch der Richtige. Ja? Und dann jeder andere wäre schon unten der Schuldnerberatung, ja, oder wäre pleite, aber das ist halt Sozialismus, Anthony. Das heißt praktisch, die können mit dem Geld anderer eben nicht umgehen und geben es halt einfach mit vollen Händen aus, aber brauchen immer mehr Geld. Deswegen immer neue Abgaben, CO2-Steuer, Abgabe auf Kerosin, auf Plastik und so weiter, weil sie strukturell gierig sind und leider inkompetent. Und es zeigt sich immer mehr, es sind nicht nur Clowns, es sind leider tatsächlich auch inkompetente Berufspolitiker. Aber was ist denn das Ziel der Bauern jetzt? Also wann würdet ihr Ruhe geben? Wenn sie jetzt zum Beispiel sagen würden, okay, wir nehmen alles zurück, was sie wahrscheinlich nicht machen werden. Seid ihr dann zufrieden? Ist dann alles vorbei und wir machen weiter mit der Ampelregierung? Oder sagt ihr, nee, jetzt reicht, wir machen jetzt wirklich bis zum 15. Rambazamba, bis es endlich Neuwahlen gibt? Ja, ich glaube, wir sind jetzt über diesen Punkt schon lange, lange hinweg. Also wir haben ja mehrfach schon gesprochen über die Probleme. Du hast das in der letzten Sendung ja auch gut gesagt. Das hat ja das Fass wirklich nur zum Überlaufen gebracht. Selbst wenn sie jetzt das Überlaufende wegnehmen würden, was jetzt der Kanzler sogar gesagt hat, machen sie nicht, ja, dann wäre das Fass ja immer noch proppevoll. Ja, und wir kommen nicht voran. Und so geht es einfach nicht weiter. Wir brauchen jetzt, so wie alle anderen, die mit uns auf der Straße sind, das auch so sehen, wir brauchen jetzt eine Perspektive für dieses Land, damit wir auch nur, also überleg mal, wir wären ja schon zufrieden, wenn wir den Status quo halten würden. Aber da sind wir auch schon lange drüber hinweg. Wir fallen hier gerade rapide bergab in allen Bereichen. Und deswegen geht es so nicht weiter. Und ich glaube, der Frust ist so groß, dass wir im Leben nicht aufhören werden. Wir sind ja seit 4 Jahren auf der Straße. Und man muss auch mal sagen, wenn ich das immer so höre, ja, das ist nicht das legitime Mittel und so weiter. Ja, entschuldigt Leute, wir standen seit 4 Jahren auf der Straße. Wir gehen da seit 4 Jahren mit Demos, mit Mahnwachen, mit allen drum und dran, mit Gesprächen. Wir sind null weitergekommen. Welches Mittel hast du denn dann noch? Ja, wir sind immer noch, wir wollen im demokratischen Rahmen bleiben. Wir nutzen wirklich nur die Versammlungsfreiheit, nichts anderes aus. Natürlich ist massiv, na klar. Und ich glaube auch, wir können das auch noch steigern, definitiv. Das war ja gestern nur so ein Auftakt. Ja, heute ist so ein kurzes Durchschnaufen. Meine Großkollegen in Sachsen sind unterwegs. Bei uns geht es auch heute Abend schon wieder los. Aber wie gesagt, wir haben Potenzial ohne Ende noch. Und die Spediteure sind ja auch noch dabei. Die fangen ja erst dann nach übernächste Woche an, richtig loszulegen. Ja. Und dann ist eine Power auf der Straße. Dieses Rad kriegst du gar nicht mehr zurückgedreht. Also meinst du wirklich, das Momentum ist da? Also spürst du, dass es vielleicht dieses Mal anders ist vom Gefühl her als sonst? Weil bisher war es immer so, eine Woche irgendwie streiken, demonstrieren, protestieren und dann hat man irgendwie einen Konsens gefunden. Dann ging es eigentlich weiter wie bisher. Ist es dieses Mal tatsächlich anders oder kann es gut sein, dass in 2 Wochen alles wieder vorbei ist und wir leben wieder in der alten Welt? Der fundamentale Unterschied jetzt ist, dass diese Geschlossenheit zwischen allen Verbänden da ist und die gab es vorher noch nicht. Okay. Und das hat diese Ampel wirklich selbst zu verantworten. Ja, man hat es hinbekommen, dass auch verfeindet ist vielleicht ein bisschen überspitzt, aber Verbände, die sich nie Grüne waren, jetzt so geschlossen an der Seite stehen. Ja, das habe ich noch nicht erlebt. Okay. Und das ist jetzt einfach der Fall. Und es ist ja, wir sind ja komplett unpolitisch. Weil du eben sagtest, welche Parteien hier oder das interessiert mich und uns sind alle einen Scheiß. Es geht jetzt darum, dass wir erstmal grundsätzlich eine andere Politik wollen. Die Ampel hat jetzt die ganze Zeit die Chance gehabt, das rumzudrehen. Und du musst dir mal eins überlegen. Wenn du jetzt unseren Ministerpräsidenten hier in Niedersachsen, Stefan Weil, hörst, dann Frau Schwesig in MacPom, dann die Ministerpräsidentin aus dem Saarland. Ja, alle SPD-Ministerpräsidenten sagen ja, ihr müsst das machen, was die Bauern sagen. Genauso 1:1. Und die Regierung macht es nicht. Warte mal, hat die SPD nicht irgendwas mit der Regierungsverantwortung zu tun? Und die FDP leiht ja genau das Gleiche an der Basis. Ja, das ist ja absurd. Özdemir sagt, ja, ich habe euch ja davor gewarnt. Sagt er seinen eigenen Kabinettskollegen, ich habe euch ja davor gewarnt. Sag mal, wer regiert denn überhaupt hier gerade? Das ist ja absurd. Das heißt, wir gehen auf die Straße, um die Forderung der Ministerpräsidenten, SPD-Ministerpräsidenten umzusetzen und die Ampel macht es nicht. Wie fern der Realität musst du denn sein? Absurd. Gut, also es heißt auch wirklich am 15. die große Demo, die Sternfahrt nach Berlin. Da bleibt ihr dann so lange, bis dann die Regierung den Hut nimmt oder auf was kann sich der Bürger einstellen? Ja, erstmal auf eine massive Demo. Ich glaube einfach, die am 18.12., die war ja schon sensationell. Und was dann da kommt, das wird der Hammer. Ja, wie gesagt, gestern... In Zahlen, Anthony, kann ich, also, weil wir haben Medien, die berichten hier ganz kleine Demos und so weiter. Gibt es denn offiziell Zahlen, wie viele Traktoren waren gestern unterwegs, wie viele Menschen, wie viele Teilnehmende waren da an den Demonstrationen deutschlandweit? Ja, nur in München waren ja laut Polizeiangaben 5.500, meine Berufskollegen sagen, es waren über 7.000 in München. Wow. Ja, also wir waren ja hier in so einem kleinen Bereich aus meinen 2 Landkreisen, da waren wir ja ungefähr schon 400,
die auf der A2 standen. Ja, also das ist schon irre. Und wenn du das aus anderen Städten siehst, das kannst du. Wir reden hier wirklich von zehntausenden Schleppern, die unterwegs waren, plus die Spediteure, plus die Handwerker. Eine Handwerkerkolonne hat das hier komplett selbst in die Hand genommen. Die haben alle die Schnauze voll. Der war nur Mittelstand, der einfach gesagt hat, wir machen jetzt hier diese Kreuzungsbereich. Das ist unser Ding. Da braucht ihr euch gar nicht drum kümmern, liebe Bauern. Das machen wir schon selber. Cool. Ja, und das sind alles Unternehmer, die wissen, was los ist. Die können organisieren. Weit organisiert untereinander. Also ja, auch über andere Branchen hinweg, die Spediteure, ja, die Handwerker. Okay. Okay, cool. Die Veranstaltung in Höxter, wo ich gestern war, es ist ein komplett normaler Unternehmer, der ein Baugewerbe hat, der hat zwischen den Feiertagen 14 WhatsApp-Gruppen gegründet mit irgendwie 12.500, in 48 Stunden mit 12.500 Leuten, die sich da angeschlossen haben. So, und dann kam diese Demo in diesem kleinen Höxter mit 5.000 Teilnehmern zustande. Einfach so. Ja, und das passiert ja bundesweit gerade. Und deswegen sage ich auch zu jedem Unternehmer, zu den Mittelständlern, vernetzt euch. Ja, also wir bei LSV zum Beispiel sind ja so gut vernetzt, dass wir, wenn bei uns was durch die WhatsApp-Gruppen geht, ist es innerhalb von 5 Minuten von Garmisch bis Kiel, von Cottbus bis Aachen. Cool. Das ist einfach so. Ja. Deswegen sind wir auch so schnell und können so effizient. Das hast du ja bei Habeck gesehen. Ich spreche das Thema jetzt mal ruhig an. Gerne. Auf seiner Fähre, wo er unterwegs war. Ja, da haben das, was du da gesehen hast, haben die in 2 Stunden organisiert. Ja, was dabei rausgekommen ist dann, was jetzt, wo sich selbst der Bundespräsident genötigt fühlt, dazu was zu sagen. Und wenn ich jetzt die Bilder sehe und mit Leuten gesprochen habe, die da vor Ort waren, ja, von dem Mob, von dem man gesprochen hat, von dem Staatssturz, von dem Angriff, und ich glaube, wer hat es denn gesagt? War es ja Özdemir, der gesagt hat, mein Kollege Robert Habeck, Herr Lindner war das, der aus der Gefahrenlage, ich weiß nicht, die gucken alle, glaube ich, irgendwie ein bisschen zu viel Fernsehen. Ich will das jetzt nicht schönreden, aber wenn selbst die Polizei keinerlei Anzeigen schreibt, und danach, ich habe die Bilder gesehen, danach mit dem Polizeiführer Arm in Arm so quasi von der Fähre runtergeht und die Fähre schon abgelegt war. Das sind Bilder, die ich selbst gesehen habe. Ich urteile da jetzt erstmal gar nicht drüber, aber ich habe als ehemaliger Polizist in Berlin Demonstrationen begleitet. Marc, da sind Dinge vorgefallen. Ja, die Leute, die das jetzt sagen, kritisieren, sind Leute, die bei Startbahn West und all diese Demos, die damals liefen, wo 2 Polizisten ums Leben gekommen sind und so, ja, du weißt, was ich meine. Ja. Die Leute, die wirklich Hardcore-Demonstranten waren, sind jetzt diejenigen, die legitime Demonstrationen davor warnen, dort teilzunehmen, weil die unterwandert werden von völkischen, durchgeknallten sonst was. Also man muss jetzt mal ein bisschen runterfahren. Und das ist natürlich auch die Ablenkung, die wunderbar läuft. Ich kenne das jetzt von Herrn Özdemir schon ganz lange, wie er jetzt neulich am 18.12. sich echauffiert hat, weil mein Kollege Klaus Hochrein gesagt hatte, ich glaube, die Verhandlungen über diese ganzen Steuererhöhungen wurden wie auf dem türkischen Basar durchgeführt. Dann hat er nur noch über dieses Thema gesprochen. Bei uns in Büsum hat er mal von einer umgekehrten Deutschlandflagge, weil es als anerkanntes Notsignal international gilt, sich 5 Minuten darüber echauffiert, dass Menschen für die Flagge gestorben seien und so weiter, weil sie gar keine Argumente haben und in gar keine Diskussion gehen können. Mit was denn? Mit Luft? Das ist ja die Zeitenwende. Die Linken sind auf einmal diejenigen, die für Krieg schreien. Und früher gab es große Friedensdemonstrationen. Ich erinnere nur an die Ostermärsche, ne? Antikriegsbewegung. Es war eigentlich immer grün. Und jetzt sind sie eigentlich Kriegstreiber. Ne? Auch wenn man sich die FDP anhört, zuletzt auch beim Dreikönigstreffen, die Frau Zimmermann. Ich meine, wow, so eine Rhetorik, mit der so rumfuchtelt, haben wir zuletzt mal vor 80 Jahren gesehen, ne? Der dann mit der Stimme überschlagen hat. Und ich glaube tatsächlich, wenn man keine Gegenargumente mehr hat, wenn man auch den Argumenten aus dem Weg gehen möchte, weil die zu gut sind, dann geht es hin Richtung Framing und Diskreditierung. Dann heißt es ein Rechte. Damit ist die Diskussion abgeschlossen. Und dann kann man nur sagen, Leute, habt mit denen keinen Kontakt. Ich glaube tatsächlich, dass man momentan versucht, vielleicht medial als auch von der politischen Seite, die Bewegung zu spalten und zu diskreditieren, damit die normale Bevölkerung sich dem nicht anschließt, weil die haben Schiss. Und Demokratie ist aber, dass praktisch die Politiker müssen Angst vor der Bevölkerung haben und nicht die Bevölkerung Angst vor der Politik. Und da müssen wir jetzt einfach wieder mal den souveränen demokratischen Staat herstellen, dass die merken, hey, ihr lebt nicht in irgendeiner Bubble, ihr habt nicht diese Hybris und ihr seid nicht irgendwie unantastbar, sondern wir können euch abwählen. Da habe ich gestern auch einen schönen Spruch bei uns hier auf dem Land, wir sind bei einem Traktor vorne dran, wer uns quält, wird abgewählt. Und das ist Demokratie, so muss es funktionieren. Ja, das hat auch nichts mit Staatsumsturz zu tun, oder was immer gesagt wird. Es ist komplett absurd. Es geht einfach nur darum, dass man mit der aktuellen Politik unzufrieden ist. Ja, und dann ist es wie beim Fußballtrainer. Ja, es ist absolut. Dann wird der halt rausgeschmissen oder abgewählt. Aber wo du gerade vor Baerbock gesagt hast, ich als ehemaliger Militär war schon ein bisschen geschockt, dass sie gestern gesagt hat, wir stimmen jetzt übrigens dazu, dass Saudi-Arabien Eurofighter bekommt. Ja, warte mal. Saudi-Arabien, war das nicht dieser unheimlich nette Rechtsstaat im Mittleren Osten? Ja, genau, stimmt. Genau, das ist irre. Ist ein Heuchler. Ja.
Es sind Heuchler, das muss den Leuten endlich klar werden. Und die sind nicht mehr die alten Grünen, die man früher kannte. Und ich kenne auch viele Landwirte, die früher die Grünen gewählt haben oder mitgegründet haben. Die treten jetzt alle massenweise aus und sagen, das ist eine Kriegspartei geworden. Und das ist ja die Zeitenwende, von der ich immer wieder rede. Übrigens auch heute gekommen in meinem neuen Buch, ne? Also passend eigentlich zum aktuellen Thema, ne? Die größte Revolution findet ihr unten. Und es ist ja immer diese Zeitenwende, dass dann auf einmal links ist rechts. Und wir merken jetzt seit Corona, die Welt ist auf den Kopf getreten. Das ist ja nicht mehr zu fassen. Du bist ja genauso fassungslos wie ich, was hier gerade vor unseren Augen passiert. Zwei Fragen aber, die ich jetzt gerade noch habe. Und zwar einmal, der Bauernverband hat ja den Grünen Parteitag gesponsert. War das eigentlich eine gute Idee oder hat man sich das selbst ins Bein geschossen? Nein, das habe ich schon mehrfach kritisiert. Das ist ja nicht das erste Mal, dass sie es gemacht haben. Aber man begründet es immer, wir haben da einen Stand. Wir haben da einen Stand. Jeder hat da einen Stand. Ja, also der Lufthansa hat die ja gesponsert. Das ist ja unvorstellbar. Ja. Und das ist die Standgebühr, sagt man dann immer. Okay. Ich würde einfach sagen, wisst ihr was? Ihr braucht da gar nicht stehen, weil eine Partei, die uns hier abwickeln will, da würde ich mich niemals hinstellen. Ja. Und das muss man so sagen. Und du hast leider komplett recht. Die Grünen sind auch für grüne Wähler, die ich auch kenne, ja, tabu. Das geht nicht mehr. Ja. Ja, und wenn, ich sage ja, das beste Beispiel für mich, wenn der Chef vom NABU in Brandenburg sagt bei Spiegel TV, ich kann die Grünen nicht mehr wählen, weil die Wälder hier abgeholzt werden für irgendwelche Monsterwindräder. Und das geht ja nicht. Der ursprüngliche Gedanke der Grünen, da stehe ich sogar komplett hinter. Ja, Umweltschutz, absolut wichtig. Nachhaltigkeit, absolut wichtig. Ja, leben wir jeden Tag und wir wollen auch jeden Tag besser werden in der Landwirtschaft. Aber wie gesagt, wenn man uns hier abwickelt und es woanders macht, dann ist für Umweltschutz und alles nichts gewonnen. Aber das ist wieder, Marc, aus den Augen, aus dem Sinn, nicht bei mir vor der Haustür, ich sehe es nicht. Ich finde es ja so absurd, ne, dass man jetzt sagt, hier, es geht um Tierwohl, deswegen müssen wir jetzt Tiere keulen. In Großbritannien, in Irland werden Hunderttausende von Kühen gekeult, also getötet eigentlich, ja, um irgendwelche klimaneutralen Standards hinzubekommen. Ich meine, wie absurd ist es? Man nimmt einem Lebewesen das Leben, damit wir uns irgendwie besser und woke und grün fühlen. Es ist in Absurdität nicht mehr zu übertreffen. Die zweite Frage, die ich aber noch zu dem Thema habe, ist tatsächlich, sag mal, es kommt wirklich zu Neuwahlen. Sag mal, der Druck wird so groß, dass die Bundesregierung sagt, okay, wir machen Neuwahlen oder Scholz wird, was ich nicht glaube, wird die Vertrauensfrage stellen. Aber nochmal, da ist es der Punkt halt, er weiß, was ihm droht, wenn die politische Immunität ihm verloren geht, weil er hat nachweislich gelogen bei Cum-Ex. Deswegen denke ich mal, wird er so lange versuchen, am Sessel zu kleben wie möglich. Aber sagen wir mal wirklich rein hypothetisch, es kommt zu Neuwahlen. Jetzt gibt es vielleicht eine neue Regierung, CDU, laut Umfragen gerade stärkste Partei und die macht eine große Koalition. Was ist dann gewonnen? Oder sagen wir mal wirklich auch rein hypothetisch, vielleicht die AfD wird sogar Bundesregierung mitgestalten. Glaubt ihr wirklich, das würde was ändern oder ist es nur das Gleiche mit einer neuen Farbe? Tja, das ist jetzt alles erstmal hypothetisch ich war ja nun lange CDU-Mitglied. Ich bin ja nicht mehr dabei, weil ich es einfach nicht mehr ertragen habe, weil du hast komplett recht. Es ist jetzt auch zu einfach, alles auf die Ampel abzuwenden. Und deswegen bin ich wieder bei dem Brennpunkt von der ARD gestern, weil man dort ganz klar gesagt hat, die Bauern werden seit Jahren drangsaliert und müssen seit Jahren ganz krasse Kröten schlucken. Und das stimmt auch. Ja? Stimmt, ja. Und das ist auch unter CDU-Verantwortung ganz krass gewesen. Nicht nur Migration, alles, was hier gerade läuft, die Infrastruktur, die Kernschrott ist, innere Sicherheit, äußere Sicherheit, habe ich alles bei meiner Zeit bei der Polizei und bei der Bundeswehr erlebt. Das ist alles auch unter CDU-Agenda passiert, aber auch SPD, das darf man auch nicht vergessen. Die kommen immer zu gut weg, die SPD. Deswegen hast du recht. Die Frage ist ja, würde sich dann was ändern? Weiß ich nicht. Ich glaube, aber ganz ehrlich, kann es denn wirklich noch schlimmer werden? Ich meine, das habe ich bei Merkel auch gesagt, kann es schlimmer werden. Und dann kam die Ampel. Aber ganz ehrlich jetzt, ich glaube, jetzt so richtig viel schlimmer geht es nicht. Ob das ausreicht, diesen Karren nochmal rumzureißen, das weiß ich nicht. Aber Fakt ist jetzt, dass wir diesen Schwachsinn, der hier läuft, den können wir nicht mehr unterstützen. Und es ist vollkommen legitim, wenn es dann zu Neuwahlen käme, dass es die gibt. Das hat mit Umsturz nichts zu tun. Das ist ja lächerlich. Nochmal, das ist unser demokratisches Recht, dass wir Regierungen abwählen können und das ist absolut legitim und ich finde dieses Framing schrecklich und ich konnte gestern die Nachrichten auch kaum noch ansehen, weil egal ob Süddeutsche oder die Zeit, es war nur noch, oder auch die FAZ, es war nur noch ein Framing, eine Diskreditierung der Landwirte, die uns täglich mit Lebensmitteln versorgen und die keinen Urlaub haben und die 70-Stunden-Wochen haben und die auch am Wochenende bei Eis und Schnee raus müssen. Also das ist, da kann sich so mancher Sesselpupse, der irgendwie einen 9-to-5-Bürojob hat, mal eine Scheibe abschneiden. Ja. Und ich möchte eins sagen, was vielleicht auch wirklich gut wäre, um zu verbinden, um Brücken zu bauen. Vielleicht könnt ihr ein Slogan heranziehen oder Hashtag in den sozialen Medien verwenden, nämlich, der war schon mal sehr erfolgreich, wir sind das Volk. Ja, das stimmt.
Da hast du komplett recht. Das ist genial. Weil nicht zu sagen, hey, wir Landwirte, wir Spediteure, wir Handwerker, wir müssen endlich verbinden. Die wollen uns spalten. Es geht um Spaltung, weil ein gespaltenes Volk kannst du besser regieren und manipulieren. Aber wenn wir Brücken bauen, wenn wir zusammenhalten, wenn wir an einem Strang ziehen, wir sind mächtiger, weil jeder denkt ja immer, ich alleine kann nichts ändern. Hat man im letzten Mal auch schon besprochen. Nein, können wir. Und die Proteste haben es doch gezeigt, die sind doch schon teilweise zurückgerudert mit Özdemir, mit Agrardiesel und Co. und so weiter. Ne? Klar noch nicht ganz, aber wir sehen, Proteste bringen was. Und auf gut Deutsch, ich glaube tatsächlich, und ich weiß es auch aus einigen Quellen, die haben Schiss. Und das ist genau das, was Demokratie sein sollte. Man muss vor dem Souverän Respekt haben, aber auch im Notfall Angst. Ne? Und es muss alles friedlich im gesetzlichen Rahmen laufen und die Macht haben wir. Wir können auf die Straße gehen, wir müssen nicht einkaufen gehen. Ja, wir können einfach mal sagen, wir machen jetzt mal gar nichts ein paar Tage und wir können einfach lautstark sagen, wir sind das Volk. Und das sind so magische, mächtige Worte, die schon mal in Deutschland für eine große Veränderung geführt haben. Und ich glaube, wenn die Zeit reif ist, so Gott will, wird es jetzt auch wieder passieren. Nee, bin ich total bei dir. Also wir müssen wirklich, und ich appelliere nochmal an alle meine Berufskollegen da draußen, jeder, der aktuell bei der Demo ist, macht so weiter. Ja, wir haben in Zustimmungswerte von über 90% gestern bei Stern TV, bei NTV, bei Welt gesehen. Ja, die Leute stehen an unserer Seite, die verstehen das komplett. Und ich habe mit Leuten gesprochen, die wirklich über 3 Stunden im Stau standen. Die sagen, ja gut, ist scheiße, aber ich verstehe es komplett, weil ihr seid nicht schuld, sondern diese Ampelregierung hat an diesem Schwachsinn schuld. Und wir stehen voll hinter euch. Und das muss so bleiben. Und wir müssen einfach nur mehr werden. Wir müssen Durchhaltevermögen haben. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das wird nicht mit einer Demo oder zwei getan sein, sondern das muss notfalls über Wochen oder Monate gehen. Wir haben es in Frankreich gesehen, Gelbwestenproteste. Wurde hier überhaupt nicht berichtet, wie erfolgreich die waren. Ja. Und das führt dann zum Ziel, hundertprozentig. Ja. Absolut, wir müssen einfach als Gesellschaft, als Menschheit zusammenstehen und jeder kann was machen. Der eine, ich habe es gestern gesehen in Telegram-Kanal oder auch von bekannten Freunden, Kunden und so weiter, die haben dann halt Brötchen rausgegeben, geschmierte Brötchen oder dann haben sie Würstchen gegrillt oder es gab Haribo und was weiß ich alles. Jeder kann was machen, Tee rausgeben, Kaffee machen etc. pp. Gibt es 1000 Möglichkeiten. Ich werde unten auch mal einen ganz interessanten Telegram-Kanal verlinken, wo einfach Videos gepostet wurden, wie die Zustimmung war in der Bevölkerung und selbst die Bild hat ja heute geschrieben, 69% der Bürger haben Verständnis für die Bauern. Also nicht das, was vorher gesagt wurde, nach dem Motto, hey, die bösen Bauern und die Mehrheit will das gar nicht. Ganz im Gegenteil, die Zivilbevölkerung, die Gesellschaft steht 100% oder noch nicht ganz, aber 60, 70, 80% hinter den Protesten und auch die haben ja die Schnauze voll von der Ampel- oder Hampelregierung. Also deswegen ganz wichtig, dass man friedlich bleibt und dass man sich organisiert. Wie können wir noch irgendwie euch unterstützen? Was gibt es für Möglichkeiten, um mit euch in Kontakt zu treten oder sich zu informieren? Ja, grundsätzlich sind wir da oftmals sehr spontan in dem, was jetzt läuft. Die nächsten 2 Tage sind wir immer noch am Plan. Also von daher wäre es einfach super, wenn man sich anschließt. Jeder kennt ja diese Absperrbänder, diese rot-weißen Bänder an den Außenspiegel binden, einfach Warnblinker mit und mitfahren notfalls oder sich mit hinstellen, ins Gespräch kommen. Das ist doch ganz wichtig, dass die Leute verstehen, warum wir auf der Straße sind. Du hast in dem Video ja neulich gesagt, was die Bauern in den letzten 20 Jahren für Schwachsinn durchmachen müssen. Wir haben ja nur noch Zeit am Rechner zu sitzen oder irgendwelche Leute zu beauftragen, dass sie für uns Formulare ausfüllen, weil du selbst nicht mehr durchsteigst. Dieser bürokratische Wahnsinn, der trifft ja alle in diesem Land, aber bei uns extrem. Und eins noch, Marc, gestern sind ja so viele aus Holland auch zu uns nach Niedersachsen oder nach NRW gekommen, in Baden-Württemberg, die Franzosen waren mit dabei, die Polen und die Ungarn waren auch mit dabei, weil bei denen ist es, Holland ging es ja los, was da abgelaufen ist und was da immer noch läuft. Aber die Holländer sind Vorbild für uns. Ja. Die Holländer haben es geschafft zu Neuwahlen und zu einer anderen Regierung. Ob die magst oder nicht, aber Fakt ist, die haben es geschafft. Und die Bauernproteste waren wirklich der Funken, der dann eine Spirale in Gang gesetzt hat. Und das können wir auch schaffen. Ja, wenn wir die Speerspitze sein sollen, dann ist es so. Das machen wir gerne für eine bessere Politik. Um nichts anderes geht es uns hier. Ja, und für eine bessere Zukunft und für ein gerechteres Zusammenleben. Das ist auch das Ziel. Zum Abschluss, du wurdest ja auch noch interviewt von Eva auf Englisch und dann gab es ja auch auf Twitter einen Support von Elon Musk. Was war das für ein Gefühl, als er geschrieben hat, support the farmers? Ja, das ist schon echt krass, der reichste Mann der Welt, aber einmal der unter deinem Ding da was twittert. Das ist schon irgendwie cool. Das zeigt aber auch. Ich habe das Video angeschaut, überleg dir das mal, der weiß jetzt, wer Anthony Lee ist. Wie geil. Ich kriegst du bald einen Tesla vor die Tür gestellt. Nee, lass mal, ist alles gut. Nein, das ist schon witzig. Das ist, weil die Probleme, die wir haben,
wir sind in der westlichen Welt irgendwie ziemlich deckungsgleich, weil man versucht, überall so eine ähnliche Agenda zu fahren, ja? Indem man behauptet, wir würden das Klima retten, indem wir unsere Wirtschaft nur abwickeln und einfach nur weniger fressen und all sowas. Das ist einfach absurd. Das ist vollkommen absurd. Ich habe gestern auf der Bühne auch gesagt, selbst wenn wir das alles umsetzen würden, würdest du das im Klimaschutz, im CO2-Ausstoß, wäre es nicht messbar. Und dafür haben wir uns komplett geopfert. Wenn du wirklich glaubst, dass du durch Einsparung von CO2 irgendwas bewirkst. Ja, ist völlig, völlig absurd. Da kann ja jeder dran glauben oder auch nicht. Also eben, befasst euch da mal ein bisschen. Aber das ist einfach lächerlich. Es geht nicht gegen Umweltschutz, alles Nachhaltigkeit. Ich war jetzt neulich in Ägypten zwischen den Feiertagen, habe mir die Strände da angeguckt, ist plastikverseucht bis zum Abwinken. Das ist ein Riesenproblem, ja. Darüber sollten wir nachdenken. Und wenn du das nochmal anguckst, das Video, was ich gemacht habe, die Entwicklungshilfe, wie die ausgegeben wird für irgendwelche Solaranlagen auf irgendwelchen afrikanischen Dächern, statt dem mal Bildung zu geben, ja. Ich weiß nicht, jeder sollte sich mal das Buch Factfulness mal durchlesen, ja. Die afrikanische Frau, die will Bildung, die will rechnen lernen, damit die nicht von ihrem Ehemann oder von der Regierung verarscht wird. Ja, das ist für mich Bildung ist der Schlüssel für Wohlstand. Das ist das Fundament für alles, weil wer gebildet ist, der ernährt sich besser, der kauft besser ein, der bekommt einen besseren Job, der ist einfach interessiert. Deswegen, da müssen wir ansetzen. Aber wir fangen ja nicht bei der Wurzel an. Das ist das Problem. Wir versuchen es immer nur zu kaschieren mit viel irgendwie Milliarden an Entwicklungshilfe und hier und da. Und trotzdem haben wir dann die Flüchtlingsbewegungen, die ja auch eine Abwärtsspirale nach unten sind. Also wir sehen, es ist eigentlich eine Akkumulation von Krisen. Aber auch da muss ich nochmal sagen, es ist leider vorhersehbar gewesen, weil das sind Zyklen. Und auch die, ich muss nochmal leider Eigenwerbung machen für mein Buch, stehen im neuen Buch auch genauso drin. Deswegen, ich glaube, 24 wird heftig werden und 25, 26 werden wahrscheinlich so einen Zenit an Krisen sehen. Und deswegen sind diese Demonstrationen, die wir seit Jahren ja sehen und immer mehr werden, ne? Also in Chile, in Argentinien, jetzt zuletzt auch in den Niederlanden oder jetzt auch in Deutschland. Ja, ich meine, Deutschland ist eines der reichsten Länder der Welt, aber die Menschen sind unzufrieden. Das zeigt ja, dass wir hier eine Zeitenwende erleben, dass sich was ändert. Wir spüren ja alle intuitiv, dass hier irgendwas aus den Fugen geraten ist. Also noch nie hatten wir eine dümmere, inkompetentere Politik wie aktuell, muss man einfach so sagen. Und ich meine, mich wundert es sowieso, dass ein Märchenbuchautor Wirtschaftsminister wurde und dass ein nachweislicher Lügner Kanzler ist und so weiter und eine Trampolinspringerin irgendwie jetzt im Flugzeug rumturnt und durch die Welt chattet und so weiter. Ja, also es ist wirklich absurd. Es ist eine Clownswelt, in der wir momentan leben. Aber das und, ist wichtig. Und unser Kindergärtner, Marc. Du hast unseren Kindergärtner als Landwirtschaftsminister vergessen. Ja, wird noch mehr. Ich meine, den Cem, den mag ich ja, das ist ja netter, ja, der will ja auch nur Gutes, aber wir wissen ja, der Weg zur Hölle ist mit guten Absichten gepflastert und das erleben wir halt gerade live und in Farbe. Anthony, ich wünsche euch auf jeden Fall Standhaftigkeit, wir supporten euch, man sieht sich auf jeden Fall, denke ich mal, in Berlin und wir werden wahrscheinlich, wenn irgendwas ist, ganz schnell auch per Handy oder wie auch immer ein Interview machen. Wenn was ist, komm auf mich zu und ihr, liebe Leute, teilt dieses Video, lasst ein Abo hier, folgt natürlich auch Anthony und versucht euch immer objektiv eine eigene Meinung zu bilden, weil leider, man muss es sagen, die Medien sind nicht mehr objektiv. Das muss man leider feststellen. Und wie gesagt, die Mehrheit, 99% der Protestierenden, der Demonstranten sind friedlich und sind auch nicht irgendwie extrem rechts oder so. Und das Framing ist da. Man möchte einfach die Gesellschaft spalten, aber wir müssen sagen, wir lassen uns nicht spalten. Nein, wir sind das Volk. Alles gesagt. Vielen Dank, Marc. Ich danke dir, Anthony. Ne? Bleib tapfer.